Drinnen war noch niemand, aber kennen tut sie jeder. Diese blumig gesprochen erotische Allee in Bochums Innenstadt. Es ist wohl mehr die Einflugsschneise zur Gustalstraße, was hier so seinen schmuddeligen Charme entfaltet. Die Rottstraße, Heimat von Piepshows, Stangengirls und Kunst. Seit ein, zwei Jahren kommt es hier zu einer Straßenteilung. Rechts die Erotikbranche, links die Künstler mit ihren Ateliers und Theatern. Eine neue Szene, neue Mieter, die herzlich willkommen sind. Inserate werben jetzt damit, dass Gewerberäume als Studios oder Galerien zu nutzen sind. Und wer hier durch die Fenster schaut, sieht viel Farbe, viel Kunst. Ein Beispiel, ein schönes Beispiel, die Rottstraße 21. Hier gibt es im Hinterhof eine Halle, die für viele Sachen nicht mehr zu gebrauchen ist. Aber als Ausstellungshalle für großformatige Kunst ist sie sensationell. Der Maler Stefan Geißler stellt hier gerade aus. Ein Maler, der Teil ist der neuen Kunstszene an der Rottstraße. Ich glaube, die Anwohner, die Bewohner dieser Straße, dieser Gegend, die finden es einfach ganz klasse, was hier passiert. Und von der Historie her war es ja immer schon so, dass gewisse Stadtbereiche, die so ein bisschen halbseidener waren, irgendwann von Künstlern okkupiert wurden. Und ich habe das Gefühl, das setzt ja auch ein kleines bisschen ein. Stefan Geißler, Maler aus Bergkamen, kam nach Bochum, weil Käufer von seinen Bildern an der Rottstraße Häuser besitzen. Die Bochumer Kunden lockten mit viel Platz, einem aufstrebenden Kunstviertel und einer ungewöhnlichen Halle. Die Halle war von Anfang an toll, muss ich wirklich sagen. Sie war in der letzten Woche noch sehr zugestellt. Ich sollte diese Halle erstmal nutzen, eigentlich als Parkraum, weil Vermieter ja auch zu den Sachen, die sie vermieten, Parkplätze zur Verfügung stellen müssen. Und als wir Dienstag dann die Hängung gemacht haben oder zum ersten Mal die Halle wirklich bespielt haben, da war es dann eher lieber auf den zweiten Blick. Also es hat sich dann nochmal absolut bestätigt. Und es hat sich sehr schnell auch so der Gedanke ergeben, warum nicht dann vielleicht im Sommer öfter mal Ausstellungen zu machen, auch mit anderen Künstlern, so quasi als Hinterhof-Kunsthalle. Das sind aber erstmal ganz vage Gedanken und das muss sich sicherlich auch noch etwas formieren. Hinein in das Innere einer umtriebigen Kunstproduktion. Auf den 200 Quadratmetern eines ehemaligen Ladenlokals lagern unzählige Bilder. Ein Großteil von Geißlers Atelier ist also schon von Bergkamen nach Bochum gewandert. Hier scheint sich jemand häuslich einzurichten. Schließlich hat er auch alles. Atelier, Verkaufsraum, eine Ausstellungshalle und auch Käufer und Kunden. Also ich bin jetzt seit einem Jahr hier in Bochum, auch primär wirklich, um nur zu arbeiten. Es war für mich ganz spannend, mal zu überlegen, wie ist das hier, wenn vorne eben Schaufenster sind und man da quasi auch fast in einem Schaufenster steht. Und nach dem Jahr denke ich mir, es ist einfach klasse, hier zu arbeiten und ich werde definitiv bleiben, wenn man sehr zentral ist, die Leute sind sehr interessiert und es ist einfach eine schöne Stadt. Großformatiges Porträtstudien. Stefan Geißler produziert viele Hingucker und das kann man jetzt auch hingucken. In die Schaufenster an der Rottstraße, allerdings auf der linken Seite.